vielseitige Fähigkeiten. Das ist zwar ganz nett. Deswegen stellen wir den auch gleich direkt erstmal ein. Ach, im Röntgen ist schon wieder keiner, oder was? Da wird auch keiner gebraucht gerade, okay. Hm. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir hier unten schon mal eine weitere Station hin. Eine aber auch, die dann diesmal ein bisschen größer ist. Weil wir sehen, mit der kleinen Station kommen wir nicht mehr so weit. Dann werde ich auch gleich mal gucken, dass ich eine weitere Schwester eingestellt kriege. Mal sehen, ob wir diesmal ein paar mehr Betten reinkriegen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ich glaube, das werden dieses Mal auf jeden Fall mehr als... Ernsthaft? Ist doch wohl nicht wahr, ey. Ich baue die Scheißstation so schon so dick, wie ich kann, weißt du, um die noch einigermaßen im Rahmen zu halten. Aber ich muss sie anscheinend so dick bauen, dass sie größer ist als alles andere. Monströse Station hier, ich merke das schon. Die Pflanze würde ich ja jetzt nicht unbedingt hinhauen, aber den Mülleimer können wir hier hinballern. So, dann hier die Pflanze, da eine Pflanze, fertig. Dankeschön und eine weitere Schwester. Zack. Weil wir brauchen hier auf jeden Fall eine zweite Station. Da führt diesmal kein Schritt drumherum. Dieses Mal nicht. So. Ich glaube, sie stellen im Augenblick zu viele Schwestern ein. Du kannst mich mal kreuzweise. Na, immerhin, 800. Hat sich schon mal verbessert. Gegenüber letztes Mal. Letztes Mal war schlimmer. Achso, wir sollten mal wieder einen Kontingent von Handlangern einstellen. Am liebsten zwei nochmal für die Reinigung und einen für die Pflanzen. Aber darüber beschwert er sich interessanterweise nie, dass wir zu viele Handlanger einstellen. Na, OP-Tisch? Ja, das ist okay. Wo ist mein Allrounder hin? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ist ja gerade zur Pause. Chirurg-Psychiater. Da ist er. Werde bloß Berater, Alter. Wir brauchen dich so dringend. Das ist nicht mehr feierlich. Wisst ihr, die zweite Station wird auch gleich genutzt. Ja, wenn schon die Rede ist vom ultimativen Krankenhaus, also, dann brauchen wir auch entsprechend Personal, ist doch klar. Oder müssen die echt als Berater tätig, also als Allgemeinmediziner tätig sein, um Berater werden zu können? Weiß ich nicht. So, die werden wir mal erneuern. 124 Besuche jetzt schon, Alter. Und der nächste Tod... Sag mal. Du baust mir gerade zu viel Scheiße. Du baust mir echt gerade zu viel Mist. So, das reduzieren wir nochmal 30% auf Medikamente. 0. 0. So. Wir brauchen echt bessere Medikamente, das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass hier jetzt auf einmal alle Leute sterben hier, hallo? Strahlende, ja, das kennen wir ja schon, das Problem. Strahlende können wir nicht behandeln. Rückgratlosigkeit, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen dann die ganzen Krankheiten. Rückgratlosigkeit können wir nicht behandeln momentan. Weil wir nicht die entsprechenden Leute haben. Ich habe keinen weiteren Psychiater in der Hinterhand, ne? Bis auf den halt. Schiss vor allen Dingen. Nicht Scheiße, gleich Schiss direkt. Sehr gut. Arzt, läuft durch die Gegend. Wieso läufst du durch die Gegend? Was ist da los? Die warten alle auf den Scanner hier, oder was? Gut, pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Ist der überhaupt schon mal besucht worden? Einmal. Wow. Wow. Irre. Echt. Pass mal auf, dann werde ich das mal ändern. Ich werde aus der Cardio, ich werde die Cardio umbauen. Ich werde daraus einen Scannerraum machen, weil der scheint anscheinend... Oh, die Blutmaschine... Warum sagt mir das keiner, dass die Blutmaschine da ist? Die Blutmaschine ist da. Und keiner sagt mir das. Super.
So, dann machen wir daraus einen Scannerraum. Dann wird er nämlich gleich wesentlich mehr genutzt. Zack. Pult kommt dahin. Umkleide. So. Feuerlöscher. Heizung. Ja, die Pflanzen. Wo ballern wir die hin? Ballern wir hier eine hin? Da eine hin? Da eine hin? Und Mülleimer ist eigentlich scheißegal, wo der hinkommt. Hauptsache, der ist da. So. So, und dann kann der Arzt nämlich... Ich will den Arzt haben. Die Patienten werden gebeten, nicht auf den Fluren zu sterben. Kann der nämlich gleich dahin? Weil da warten zwei Leute... Ja gut, zwei Leute ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber trotzdem. Alter Schwede, was hier los ist. Chirurg-Psychiater läuft durch die Gegend. Was soll das denn? Wieso läufst du durch die Gegend wie Falschgeld? Wie sieht es denn mit der Psychiatrie gerade aus? Warte mal, lauf mal weiter durch die Gegend erstmal. Psychiatrie ist leer, oder was? Ja, die ist leer. OP? Zwei Leute in der Warteschlange, okay. Hm. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die Blutmaschine holen. Da die neu ist, holen wir die auch schon mal, dann haben wir die auch. So, zack. Mit Fenstern, dann haben wir nämlich gleich schon mal was für die... Für den Ultraschall, der kommt ja auch noch. Sie haben 3/4 des Levels bereits verloren. Ja, leck mich. So, die Feuerlöscher. Die Heizung, die kann sonst wohin. Warte mal, die Feuerlöscher, die sollten wir eigentlich mal... Ja, nehme ich gleich auch nochmal die Maschine weg. Wunderbar. Lässt mich die Maschine, die Dings nicht nehmen, doch jetzt. So, dann setzen wir die Feuerlöscher hier hin. Die Maschine selber kommt möglichst weit nach vorne, die Pflanzen auch. Ob das so gut ist, die da hinzustellen, egal. Zack, fertig. Weil ich will sicherstellen, dass wir hier möglichst viele Leute hier untersuchen können und auch später versorgen können. So, und dann hier nochmal. Zack, wunderbar. Ja, der Scannerraum wird schon mal akzeptiert. Das ist gut. So, was ist mit dir jetzt los? Wo will die eigentlich hin? Ja, Gesundheit. Oh ne, jetzt kommt schon wieder ein Erdbeben. Jetzt kommt schon wieder ein Erdbeben. Nicht doch. Ja gut, reparieren wir das Ding auch gleich mal mit. Wie sieht es mit dem OP-Tisch eigentlich aus? Der wird so oft benutzt. Den werde ich vorsichtshalber auch nochmal erneuern. Klinik brauchen wir nicht erneuern. Entlüftung ist okay. Ah, wie sieht es mit dem Röntgen und dem Scannerraum aus? 4. Oh, 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 oh. 5. Gar nicht gut. Werde ich den gleich mal reparieren lassen. Eine Schüsse auf die Station, bitte. Also wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Todesfälle. Das ist gar nicht gut. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Einer Ihrer Ärzte ist Berater geworden. Das wollte ich hören. Hoffentlich der, für den ich ihn halte. Jawohl, wunderbar. Und damit, mein Herr, haben Sie Ihren Dienst gut getan. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und wir haben einen neuen Berater. Hervorragend. So muss das sein. So wollte ich das gerne haben. Gut, dann stellen wir den halt auch noch ein. Ist ein ziemlich teurer. Auf dich fliegt jetzt kein Gerät in die Luft. Was ist mit dir? Ich schicke die mal nach Hause, vorsichtshalber. Warten. Schon wieder warten lassen, Alter. Warten lassen. Okay, unsere Leute haben jetzt erstmal einiges zu tun. Was ist hier los? Rückgratlosigkeit, du musst erstmal nach Hause gehen. Tschüss. Du kannst auch gleich gehen, weil das können wir noch nicht behandeln. Auf dem Weg zur Allgemeinmedizin. Worauf wartet die OP? Den habe ich entlassen, genau. Das ist ein Allrounder. Das nenne ich ein Allrounder. Berater, Forscher, Chirurg, Psychiater. Der hat wirklich alles. Das nenne ich einen Allrounder. Da versagt gerade meine Maus so ein bisschen. Sehr gut. Blutmaschine ist auch repariert worden. Hervorragend.
Entschuldigung. Aber ich glaube, das hilft ganz gut tatsächlich, dass wir hier nochmal eine Allgemeinmedizin errichtet haben. Psychiatrie, die wird jetzt momentan nicht so oft genutzt, wie ich sehe, aber die OPs wird genutzt. Die wird echt gut genutzt. Wie, kein Doktor, wie, der macht nichts. Was ist das denn hier? Der macht gleich alles, Alter, was. Kann das sein, dass das hier das vielleicht ist? Achten Sie auf das Detail. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Könnte das vielleicht sein, dass das dann die Anzeige ist für die potenziellen Berater? Kann natürlich sein, ne? Weiß ich gar nicht. Das sind gute Ärzte, ja. Problem ist, ich bräuchte jetzt nochmal zwei weitere Chirurgen. Oh, da fehlt ein Chirurg. Und da geht's wieder los mit der Epidemie. Ich freue mich nicht. So, erstmal wird die Ratte abgeschossen. Heiße Erkältung. Wo denn? Da haben wir einen. Nur den einen? Heiße Erkältung ist auf dem Weg zur Pharmatheke, die übrigens gerade nicht bemannt ist. Warum ist sie nicht bemannt? Weil die Schwester gerade meint, hier rumlaufen zu müssen. Schwester, da ist jemand auf dem Weg. Wo willst du schon wieder hin? Hm? Du bleibst da. Fängt das Spiel schon wieder an? Laufen die schon wieder Wildwest durch die Gegend, ja? Oh. Also ich merke schon, das Spiel mag es nicht, wenn mehrere Leute, wenn mehrere Sachen von etwas da sind. Das mag das Spiel nicht. Habe ich das Gefühl. Das mag das Spiel einfach nicht. Finde ich schade tatsächlich, dass das Spiel das nicht mag. Scheint auch der Einzige zu sein. Also ich sehe hier keinen weiteren. Oh, der ist behandelt. Ja, war der Einzige. Sehr gut. Ja, wir haben nämlich zwei Stationen, das ist es nämlich. Das scheint das Spiel nicht zu mögen. Was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, aber irgendwie mag das Spiel das nicht. Keine Ahnung. Ist mir gerade echt so ein bisschen rätselhaft. Forschungschirurg. Warum bist du nicht in deiner Ausbildung, sag mal? Entschuldigung, wir haben 26.000, hervorragend. Ich will gerade mal gucken, wie haben wir zufälligerweise zwei Chirurgen gerade in der Ausbildung? Forschung, 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 das sind alles Forscher. Forschung, Chirurg, da haben wir noch einen. Gut, dann würde ich vorschlagen, da die Chirurgie ja so gut besucht ist. Forschung, haben wir hier noch einen Chirurg? Ja, hier, Chirurg, Psychiater, sehr schön. Gehst gleich mal rein. Würde ich vorschlagen, dann bauen wir bald mal eine zweite OP, wa? Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, oder? Station und die Schwester haut schon wieder ab. Ey, ich hasse es. Auf dem Weg zum Personalraum. Achso, du willst Pause machen. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Ja, so viel zum Thema. Wir haben zu viele Schwestern, ne? Wir haben eher viel zu wenige. Die hat jetzt gerade zu tun. Was ist mit ihr? Du läufst jetzt sinnlos hier durch die Landschaft, oder was? Gut, du kommst mit. Du gehst auf die Station. So, da wartet nämlich einer. Würde ich echt sagen, bauen wir bald eine zweite OP, wa? Also wenn sich das jetzt echt so hält, konstant, mit diesen zwei, drei Leuten, vier Leute jetzt sogar. Psychiatrie warten jetzt schon wieder zwei. Forschungschirurg, ja. Ich habe keine weiteren Psychiater, ne? Das ist das Problem, so ein bisschen. Forschung wartet auf einen Patienten, ja. Getehrte Lungen, ja, das ist es nämlich. Die warten nämlich so lange. Das ist das nämlich. Dann kommt diese blöde Anzeige nämlich auf. Ist hier einer von euch zufälligerweise Psychiater? Ne, Forscher. Hier, Psychiater. Was macht der denn hier? Was macht der da? Du musst leider erstmal Pause machen. Da müssen die Patienten ein bisschen warten. Aber die brauche ich auf alle Fälle. Habe ich irgendeinen hier, den ich auf die Matte schicken kann? Ja, den hier. Dann schicken wir den auf die Matte. So. Aber die wartet auch schon lange, siehst du? So, erstmal reparieren wir das Gerät. Und dann werde ich tatsächlich schon mal anfangen, hier eine zweite OP zu bauen. Ich bin mir echt gerade unschlüssig, ob ich jetzt schon eine zweite OP bauen sollte. Ich wollte nochmal speichern, dann gucken wir mal, was der Notfall beinhaltet. Neun Leute mit... Entschuldigung, neun Leute mit Spitzzüngigkeit. Machen wir.
Die Spitzzunge ist gerade leer, ne? Ne, einer. Einer wird erwartet. Haben wir gerade einen ganz frischen Arzt? Ne, der ist nicht frisch. Der ist nicht frisch. Der ist alles, aber bestimmt nicht frisch. Gut, sonst muss ich zur Not tatsächlich einen extra einstellen. Dann machen wir das eben mal. Immerhin kommt gleich ein Notfall eingetrudelt. Und was für einer. Und vor allen Dingen, das Schöne, Spitzzüngigkeit geht schnell. Das ist der Vorteil. Also wir sind immer noch Erster. Wir sind nicht die Reichsten, das ist klar. Gehalt, ja, vergiss es. Meisten Heilung, das ist gut. Klar, Ablebensfälle ist klar, aber trotzdem die wenigsten. Die wenigsten Besucher, scheiße. Wieso die wenigsten Besucher? Jedes Krankenhaus in der Umgebung, ja, ja, ja. Sie sollten sich was schämen. Ja, leck mich. Oder beziehungsweise, wie es in der Jugendsprache, beziehungsweise momentan heißt, so, fickt euch ins Knie. So. Ruf 73 einbußen. Ist klar. So, dann sind wir auf 53, 50, auf 46 runter. 46 Ruf haben wir eingebüßt. Und vielen Dank auch. Arschlöcher. Den muss ich leider nach Hause schicken. Sorry. Was ist mit dir? Durchsage. Patienten mit spitzer Zunge treffen ein. Ist das denn, das sind der Leute ernst? Da ist direkt vor der Tür ein Klo und da pisst trotzdem einer hin. Ist das sein Ernst? Oder ihr Ernst? Glaube ich ja wohl nicht, da. Pisst da trotzdem einer hin. So, AIPler eingestellt. AIPler eingestellt. Forschungschirurg. Ja, du bist gut genug. Du bist gut genug. Wie sieht es denn mit der OP aus? 4. Okay, das reicht mir. Wir bauen eine weitere OP. Es wird eine weitere OP gebaut, also bauen wir auch eine weitere OP. Und zwar direkt neben der Station. Und wir machen das auch gleich dicht hier. So. Der OP-Tisch, würde ich sagen, kommt hier hin. Waschbecken hier hin. Umkleide, ja, das ist gut. Die kommt direkt dahin. 3 Feuerlöscher, ein Heizkörper, eine Pflanze, ein Mülleimer. So, und dann können wir hier nämlich gleich direkt anfangen, weitere Leute zu behandeln. Zack, fertig. Ah, die Allgemeinmedizin wird hier nicht wirklich gebraucht, wie man sieht. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt. Gegenteil, das ist sogar ganz gut. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester. Das Schöne ist, dass die Spitzzungenabteilung schön schnell geht. Kurz und schmerzlos. Den kann ich gleich nach Hause schicken. Hier Fitnessschwester auf dem Weg zur Station. Nee, du gehst in die Poliklinik. Da ist nämlich eine Halbtote. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Jetzt geht das los hier mit der Heilung. Alter. Läuft durch die Gegend. Schwester, du kannst wieder auf deine Station gehen da hinten. Da ist zwar momentan keiner, aber trotzdem. Diagnosefortschritt, Scanner, Arzt auf dem Weg zum Scanner. Der zweite Scanner, ne? Allgemeinmedizin. Ach, guck an, die wird doch genutzt, siehste. Heilen Sie noch 454 Patienten. Jo, machbar. So, erledigt. Das war der Notfall. Du musst auf jeden Fall zur Pause. Forschungschirurg, du findest keine Stelle. Gut, dann gehst du in die OP. Du bist eh fertig. Du siehst nämlich gut aus. Von deinen Fähigkeiten her. Das ist in Ordnung. König Gouda der Niederlande. Ja, bitte, komm vorbei. Komm zu mir. Doktor, in den Scannerraum bitte. Weitere... Oh, zwei weitere Chirurgen, ne?
Oh, egal, wir haben unser eigenes Gewächs. Bilden wir selber aus. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Apropos Blutmaschinenraum, wie sieht's eigentlich aus mit unseren Diagnosegeräten? Ist was dazugekommen? Nein. Welches Gerät wird gerade gewartet? Der Röntgen wurde gerade gewartet. Okay. Irgendjemand jammert schon wieder rum. Schon wieder der Forscher. Ah, schon wieder die Forscher. Die Forscher, die Forscher. Aber die fordern nur Boni. Die fordern keine Gehaltserhöhung. Der ist motiviert. Der ist so gar nicht motiviert. Wie sieht's denn aus? Irgendwie kommen die nicht voran. Kann das sein? Freunde, kann es sein, dass ihr nicht vorankommt in der Forschungsabteilung? Computer ist immer noch nicht da. Scheiße. Gut, dann bauen wir erstmal einen vierten Schreibtisch, weil wir brauchen hier einen weiteren Forscher. Das läuft mir alles ein bisschen zu langsam hier. Haben wir hier einen einigermaßen kompetenten? Nehmen wir den hier. Forschung. Kannst auch wieder in die Forschung weitermachen. Wir können die Schreibtische ja zur Not noch weghauen, wenn das besser wird. Aber erstmal brauchen wir die. 8100, da konnte ich nicht Nein sagen. 9 Patienten, Spitzzungenreibe, die war ja direkt hier gegenüber quasi. Das ist ganz gut gewesen. Von daher alles gut. Oh, der OP-Tisch. Oh. Irgendwie haben die Leute Probleme damit, sich mit einem weiteren des jeweiligen zurechtzufinden. Ich weiß nicht warum. Das ist mir so ein bisschen unschlüssig tatsächlich. Der Ultraschall ist da. Okay. Irgendwie ist die Anzeige verbuggt. Das ist natürlich ganz toll, dass die Anzeige verbuggt ist. Du kannst gleich gehen, weil... Ja, kann ich eh noch nicht behandeln. Ultraschall ist da. Gut, dann bauen wir den auch noch. Dann haben wir den Bereich geschlossen. Dann haben wir alles, was Diagnose ist, auf einigermaßen auf einem Bereich. Das ist doch auch super. Schön, dass jetzt erst dieses blöde Geräusch kommt. Währenddessen baue ich das Teil schon. Achso, die eine Pflanze liegt blöd. Die hier. Komm mal her. Wo kann ich die denn hinstellen? Stellen wir die hier hin. Der Mülleimer kommt da in die Ecke. Zack. So, und dann nochmal ein paar Bänke. Bänke hatte ich gesagt. Und ein Heizkörper. So. Zack. 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 So. Diagnose ist fertig. Hervorragend. Dann geht jetzt alles in die Behandlungsgeräte. Sehr gut. Es kommen also keine neuen Behandlungsgeräte mehr dazu. Sehr gut. Das ist das, was ich wissen wollte. Das heißt, unsere Diagnose ist komplett. Sehr gut. So, dann werde ich schon mal diesen Bereich hier zukaufen. Werdet ihr vielleicht fragen, warum? Ganz einfach, den werde ich nämlich für die Behandlung nutzen. Sprich für strahlende Haarspalterei, Wirbelsäule und das Neue, was dann noch dazu kommt wahrscheinlich. Das ist der Bereich hier dann. Der ist für die Behandlung zuständig. Kopfus Carlos. Schick den mal nach Hause. Also ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am Zweifeln, dass wir das heute fertig kriegen. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Ein Arzt bitte in den Ultraschall. Ein Arzt bitte zur Allgemeindiagnose. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, Rückgratlosigkeit, ich weiß, ja, ja. So, und die rennt schon wieder hier wildwest durch die Gegend, oder was? Achso, die geht zur Pause. Ja gut, dann ist das in Ordnung. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Da huschte gerade eine Ratte durch, die habe ich zu spät gesehen. Strahlende können wir noch nicht behandeln. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch zu wenig Schwestern. Irgendwie, ich werde dieses Gefühl nicht los. Ich weiß nicht warum.